Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, dem im Prinzip 9. Part, der gerade nach dem 13. Part gedreht wird. Es sieht wie folgt aus, und zwar das Videomaterial des 9. Parts ist irgendwie verloren gegangen. Einfach so. Also ich habe die Datei, aber wenn ich die öffne, sagt, Entschuldigung, der Windows Media Player, die Datei ist beschädigt. Keine Ahnung warum, aber die Sounddatei habe ich noch. Nicht den Game Sound, leider, sondern nur den Kommentar. Das ist aber soweit nicht so wild. Ich werde jetzt ungefähr mal kurz sagen, was passiert ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir eben mit Chiyo auf dem Weg zu dem Flussreich sind und so, und wir dort auf Itachi getroffen sind. Da mussten wir mit Kakashi gegen Itachi kämpfen. Und ja, weil Itachi Zeit schinden wollte. Ob da noch mehr oder was da noch, was weiß ich, passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ihr könnt eventuell einiges raushören, denn ich habe Audiospur habe ich noch, also die Kommentarspur meines Mikrofons. Und die werde ich in einem extra Video uploaden. Ihr könnt es so als eine Art Hörspiel ohne Game Sound nehmen, sondern einfach nur mit Mikro oder so. Ja, das könnt ihr so machen. Und als, wie gesagt, es tut mir leid, ich kann es mir nicht erklären, aber ich werde jetzt eine Sache machen, und zwar werde ich den Itachi-Kampf nachstellen. Ihr könnt ihn, wie gesagt, nicht sehen. Und deswegen hier. Da seht ihr Kakashi gegen Itachi, letzter Schlag innerhalb von 80 Zählern, also nur 80 Sekunden Zeit. Verbessertes Ninjutsu nicht einsetzbar, ultimatives Ninjutsu nicht einsetzbar. Letzter Schlag innerhalb von 60 Zählern gibt mir den Bonus. Aha, zwei Kleberhaut, gut. Das mache ich jetzt einmal. Ich habe S-Rang erlangt, wie man dort nicht sieht. Ich habe den S-Rang nicht erlangt, wie man dort sieht. Denn das ist dieser Ach so. Doch, ich habe S-Rang erlangt, oder? Moment. Ja, genau. Dieser kleine Stern da drunter bedeutet, dass ich die Bonusvorgaben gemacht habe. Und wenn da so ein Stern oben rechts ist, dann bedeutet das, dass ich bei einem Bosskampf alle so eine Sterne eingesammelt habe. Genau. Das ist hier natürlich nicht wahr, nicht möglich. Und hier habe ich die Bonusvorgaben nicht, weil ich das noch nicht wiederholt habe und man die Bonusvorgaben erst beim Wiederholen machen kann. So. Ich werde das jetzt also machen. Ich habe hier, wie gesagt, Rang S erhalten und werde jetzt diesen Kampf nachstellen. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu dem extra Video mit der Tonspur. Der wird eventuell hier auch gleich irgendwo eingeblendet, eventuell auf Itachis Kopf oder so, man weiß es nicht. Ja, und das ist der Kampf, das ist Itachi, hier war er und er nervt. Na, mach Naruto. Ach ja, stimmt, ich kann ja kein ultimatives Ninjutsu machen. Aber trotzdem werde ich dich fertig machen, du kleine Hühner. Flammendes Schwert. Und nein, er ist natürlich kein Hurensohn. Aber man darf ja noch träumen. Man wird ja noch träumen dürfen, so, das wollte ich sagen. Aua, aua. Aua, jetzt, aua. Hier, komm, aua. Ich hab das mit dem Ausweichen nicht mehr drauf, wirklich nicht. Das ist echt traurig. Nein, ich muss das innerhalb von 60 Sekunden schaffen, es dürfen also nur noch 20 Sekunden übrig bleiben. Mach schon! Also damit meine ich Sturm. Nein. Komm schon, ich habe noch sogar 22 Sekunden Zeit. Jetzt geh einfach. Oh Gott, das war so klar. Yes! Cool. Gut. Ja, das war der Kampf, so ungefähr verlief der. Bonus Kleberharz 2 für uns. Yes! Wunderschön. Wir bekommen sogar noch ein paar Sturmpunkte. Aber diesmal nur B. Also von S auf B, man sieht Unterschied. Ja.
Gut. Das war's dann. Wie gesagt, in der Beschreibung oder in der Verlinkung findet ihr ja eben den Link zu der Audiospur vom 9. Part. Tut mir wirklich leid, aber ich kann eigentlich nichts dafür. Puh.